Hallo Leute, so mal ein ganz anderes Video. Erstmal seht ihr hier ein kleines Stück Schwanz von Amy, jetzt ist es weg. Ich habe vom Klemmshop bei meiner letzten Bestellung ein 10-Baukatalog mitgeschickt bekommen und ich dachte, den stelle ich euch einfach mal vor. Weil so ein paar Sachen habe ich da drin entdeckt, die kannte ich auch noch nicht. Und wann hat man schon mal einen Katalog in der Hand? Ich selten, eher vor allem nicht von chinesischen Herstellern, deswegen dachte ich, gehen wir den einfach mal durch. Warum nicht? Ne? Also was können wir da falsch machen, außer da was zu entdecken vielleicht. Schöne Aufmachung von draußen hier mit so einem Maler drauf. Creative Designs, Think About Blocks 2019. Also es ist der 2019er Katalog. Ich weiß nicht, wann der 2020er rauskommt. Keine Ahnung. Gut, dann gehen wir mal durch. Ich schiebe das mal immer so und her. Wir haben hier eine erste Seite, das ist das Corporate Profile. Oder Profil, dass sie 2011 gegründet worden sind, MZ Model und so weiter und so fort. Ja, also ich weiß nicht, ob man das lesen kann im Video, könnt ihr sonst anhalten. Hier haben wir das Gebäude, wie ja wohl die Hauptzentrale aussieht. Das ist ja nicht die Produktionsfabrik, aber gut. Dann irgendwie hier Company Honor, dass sie hier High and New Technology Enterprises, Civilization and Interior Enterprise Corporated, Member of China Toy Association, Practical Patent Zertifikat, China Compulsory Zertifikation und Autorisierung. Ja gut, also diverse Zertifikate, die sie eben gekriegt haben. Hier nochmal so ein geschichtlicher Ablauf, so wie ich das sehe. Dann haben wir hier auch nochmal der Prozess von 2011 bis 2018. Und ja, da brauchen wir nicht eingehen. Uns interessieren ja eigentlich so die Sets. Hier dann nochmal wohl irgendwas über den MZ Smart, located in Chiang District in Shenzhen City sitzen sie. Und hier noch ein paar Fotos wieder. Dann kommen wir hier irgendwie zu einer Timeline, was auch immer das bedeutet. Ja, also warum sie so viele verschiedene Zeiten haben, habe ich mir jetzt nicht im Einzelnen angeguckt. Dann nochmal so eine Seite, dass sie hier irgendwie in Jordanien, Malaysia, das sind irgendwie Contracted Authors, in den USA, in China, in Italien, Dutch, Spain, okay. Hier dann irgendwie eine Demonstration ihrer Figur, was die so kann. Und dann kommen wir auch schon zum Inhaltsverzeichnis. Das ist so farblich aufgeteilt. Und dann würde ich mal so gehen, die 64 Seiten mit euch. Das kann jetzt einen Augenblick dauern. Ja, das fängt an hier mit ihrem, habe ich ja auch schon gebaut, XB01024, 6794 Teile, die Pagode des gelben Kranichs oder Yellow Crane Tower. Video findet ihr bei mir auf dem Kanal, wenn euch das interessiert. Ist ein Dreiteiler. Dann die typischen China-Gebäude. Haben wir hier, das ist die Silk Suang, also der Seidenladen, der Pub, der Xingya Palast und die Martial Arts Schule. Dann kommen wir zum Teehaus, zum Roadhaus, zur Bank und zum Theater. Die campern ja alle schon im Grunde genommen. Hier ist diese Mini-Street aus 6 kleinen Gebäuden. Die habe ich auch noch liegen, muss ich noch bauen. Ich hatte ja nur die Mini-Street, die anderen 8 Gebäude bisher gebaut. Aber die 6 muss ich dann auch nochmal zusammensetzen. Und hier haben wir die anderen 8, genau. Hier einmal die 4. Und dann, das ist dann nochmal die 4. Und dann haben wir im Grunde genommen insgesamt 14 Mini-Gebäude, die Xingbao bisher rausgebracht hat. Kommen wir weiter hier zum Sushu Garden. Den hat ja auch schon diverse, auch ich schon vorgestellt. Auch jetzt nichts Unbekanntes, aber immer noch ein schönes Set, muss ich sagen. Hat ja gerade Johnny jetzt vor kurzem einmal gezeigt, wie man das Ding unterbauen kann mit Platten und an der Seite noch begrenzt. Sieht ziemlich gut aus, was er da gemacht hat. Oder was ist einer seiner Kunden, der ihm das zur Verfügung gestellt hat. Wir haben das Maritime Museum und auch noch ein Set, was ich gerne hätte, habe ich aber noch nicht. Dann haben wir hier den Toys, hier steht das Maritime Museum, das ist ja ein Fehldruck, unglaublich. Produktname Maritimes Museum, das ist der Toy Shop, Toy and Bookshop.
Da haben die echt einen Druckfehler drin hier. Das ist ein Ding. Den habe ich noch unaufgebaut mir stehen. Da kommt immer ein Video. Das hier habe ich gebaut. Das ist das Urban Village. Sehr schönes Haus. Gefällt mir gut. Video findet ihr auch auf meinem Kanal. Dann haben wir hier die Creative City. Das sind vier so modernere Gebäude, nicht im chinesischen Stil. Die habe ich auch schon gebaut. Findet ihr auch auf meinem Kanal die Videos dazu. Und dann kommen wir zur Colorful World. Das ist so ein Jahrmarkt im Grunde genommen. Da habe ich bisher nur diesen Zug hier unten gebaut. Den Mini-Train. Fand ich auch ganz witzig, schön bunt. Aber da gibt es eben dann hier so ein Raumschiff, den Top Scan heißt der. Dann den Flying Chair, so ein Kettenkarussell im Grunde genommen. Eine Schiffsschaukel mit Marienkäfer heißt Giant Frisbee. Und dann haben wir hier noch das Ferris Wheel, so ein Riesenrad. Dann Merry-Go-Round, so ein normales Karussell. Hier ist dann die Pirates Ship, das ist eigentlich eher die Schiffsschaukel. Und dann haben wir noch ein Spinning Octopus, das ist so hier diese wie die Krake. Da gibt es ja auch bei uns auf dem Dom öfters so eine Art Krake, die dann so hin und her geht. Genau, dann kommen wir zu den Mechanical Fighter. Das sind sozusagen 2-in-1-Set, nämlich Transformation vom Auto zum Roboter. Hier haben wir einmal den, steht hier irgendwo der Name? Nö, nicht wirklich, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall irgendwie so ein Transporter zum gelben Roboter, Polizeiwagen zum Polizeiroboter. Dann haben wir hier den Feuerwagen zum Feuerroboter. So ein U-Boot zu irgendwie ein Unterwasserroboter. Frage. Weiß man nicht. Oh, hier ist das neue Set. Also die Zimmersets hattet ihr ja schon von mir. Die sind hier. Gucken wir gleich drauf ein. Und das hier ist das von Tsingbao angekündigte weitere Zimmerset. Das sind im Grunde keine Zimmer, sondern soll eine geschichtliche Abbildung von China so ein bisschen sein. Also verschiedene Geschichts-, also heißt auch China Hall of Fame. 1403 hat das Set und da seht ihr hier irgendwie so einen Zen-Meister oder Zen-Meister, der angebetet wird, wie auch immer. Hier seht ihr eine Kutsche mit Pferd vor einer Burg. Hier ist irgendwie arbeiten die da, färben die vielleicht irgendwas oder sowas, vielleicht so Stofffärben oder Papierherstellung kann auch sein, weil hier steht so Papier, glaube ich. Das hier könnte eine Brauerei sein vielleicht. Ein Hafen und irgendwie eine Burg mit Kanone. So, mein Telefon klingelt, bin gleich wieder da. So, es geht weiter. Telefonanruf, ne, hat dann mitten im Video gestört. Da kann man ja natürlich nichts gegen machen. Ja, also diese, da ist irgendwie hier so ein Schiff mit der Kanone, würde ich sagen. Oder irgendwie so ein Hafenanleger. Ist das, hier ist das Schiff mit einer japanischen Kirschblüte im Hintergrund. Also die Sets interessieren mich auf jeden Fall auch. Die werde ich mir garantiert holen, wenn es die dann irgendwie auch gibt. Bis jetzt habe ich sie noch nicht so gesehen. Dann haben wir hier, das sind jetzt, ist dieses, die Zimmersets, die ersten 6 Zimmer, die normalen Badezimmer, Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Arbeitszimmer und das Gym. Die habe ich auch schon vorgestellt. Und hier ist das zweite, Be a Dreamer. Das sind dann diese etwas abgedrehteren Zimmer, hier so ein Musikzimmer, die Weltraumstation, Ärztezimmer, das Labor und ein Rennwagenwerkstatt. Und hier so eine Malerwerkstatt, also die habe ich ja auch bei also schon vorgestellt. Jetzt kommen wir zu den Dreamcars. Da habe ich ja jetzt gerade eben den hier gebaut vor kurzer Zeit. Sehr geiles Auto. Den habe ich nicht, bin ich der Meinung. Nein, der würde mich aber auch noch interessieren. Also der sieht auch ziemlich cool aus. Dann haben wir hier Truck, den würde ich auch gerne haben. Den finde ich richtig geil. Oh Mensch, das blendet irgendwie. Ich muss das mal vielleicht so hochhalten. Den Flügeltürer hier, den habe ich. Den baue ich auch demnächst mal. Den habe ich auch noch. Den baue ich auch. Ja, interessiert mich jetzt nicht so. So ein hypermodernes Motorrad. Hier eher so ein VW Käfer. Den Oldtimer habe ich ja auch schon gebaut. Sehr geiles Auto. Dann haben wir hier irgendwie so ein Dreirad, wie nennt man die? Motorrad mit 2 Rädern hinten. Ein Polizeimotorrad, so wie es aussieht. Ein Ferrari. Dann hier irgendwie ein modernes Motorrad mit Doppelreifen. Und hier dieses blaue Ding, was man ja auch schon beim Helden zum Beispiel gesehen hat.
Soll aber teilweise sehr schwierig zu bauen sein, gerade mit diesen Schläuchen hier hinten. Gut, dann kommen wir zum Offroad-Adventure. Genau, da habe ich auch sehr viele schon gebaut und auch noch einige rumstehen bei mir. Hier einmal der gelbe, dann hier der große, den habe ich auf jeden Fall schon gebaut. Den habe ich, glaube ich, noch nicht gebaut, wüsste ich jetzt auf jeden Fall nicht. Der Unimog, den habe ich gebaut. Den habe ich auch schon irgendwie gebaut. Ich weiß gar nicht, ob ich das Video schon veröffentlicht habe. Kann ich jetzt genau nicht sagen, aber auf jeden Fall so ein Vierachser. Und das war es im Grunde, was sie in dem Katalog haben von dem Offroad Adventure. Und jetzt kommen wir zu den vier Feuerwehren, wo ich auch alle vier schon habe. Zwei habe ich bis jetzt vorgestellt, bin ich der Meinung. Die anderen kommen auf jeden Fall noch. Auch sehr coole Dinger. Die Feuerwehr, die Flughafenfeuerwehr hier oben, die war richtig gut. Bei dem hier ist das Problem, dass dieser Mechanismus hier nicht so richtig toll klappbar ist. Also das ist recht schwergängig. Nicht ganz so gut gelungen, ansonsten sieht er auch gut aus. Den habe ich noch nicht aufgebaut. Und den auch noch nicht, glaube ich. Habe ich beide noch nicht aufgebaut, kann gut sein. Auf jeden Fall habe ich sie alle vier da. Kommt also auch irgendwann demnächst bei mir auf den Kanal. Dann geht doch weiter mit Offroad Adventure nochmal. Einmal hier das blaue Ding, das habe ich, müsste ich eigentlich auch haben. Ja, man hat so viel irgendwie inzwischen. Hier so ein Art Jeep, so ein Buggy. So ein bisschen Endzeit-stimmungsmäßig, auch mit der Irokesen-Frisur. Ziemlich cool. Und dann kommen wir zu den Heavy Trucks. Das ist ein Heavy Duty Truck. Einmal hier so ein Lader, so einen großen. Hier einer, der so ein Bagger. Dann hier haben wir einen Zementmischer, den finde ich auch ziemlich cool. Hier so einen großen Kran, der so ausfahrbar ist. Dann hier irgendwie eine, was ist das? So ein, wie heißen die? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Hier haben wir nochmal einen richtig großen Bagger und hier nochmal einen großen Kran. Also ziemlich geile Dinge eigentlich, finde ich. Dann haben wir hier City in the Sky, die kennen ja auch schon viele. Ist mit Musik, also ist eine Spieluhr im Grunde genommen. Hatte mich bisher nicht so interessiert, aber wollen gerne viele Leute haben, wie ich das immer so mitkriege im Internet. Dann kommen wir zu den Warships. Da haben die auch jetzt vier Stück schon, wie ich sehe. Hier das kurze, das kennt man aber auch schon länger. Hier stehen gar keine Namen, das ist witzig, dass sie hier nicht die Namen mit aufdrucken in ihren Katalog, nur teilweise, bei einigen Sets hat er das jetzt gemacht. Insofern kann ich auch gar nicht sagen, wie die heißen. Das hier zum Beispiel kenne ich irgendwie gar nicht so genau. Das sagt mir, eins von denen wird die Missouri sein, wahrscheinlich dies hier oder sowas, denke ich mal. Ja, gut, dann haben wir Panzer, Leopard 2 Tank, dann den Challenger 2 und den T-14 Armata Main Battle Tank. Ah ja, das sind diese Sets, die jetzt teilweise Blue Bricks im Angebot hat, weil die nicht so toll sein sollen, wie sie gesagt haben. Das ist die SA-4 Ganef. Okay. Hier stehen wieder keine Namen, aber da gibt es noch ein paar mehr anscheinend von denen. Hier ist dieser ganz große Panzer mit 3663 Teilen, also so völlig übertrieben. Das Ding, ganz lang, nämlich 68 cm lang, wie er steht. Hier den Aircraft Carrier, den habe ich ja schon gebaut. Meine Version auf jeden Fall hatte hier mit den Aufklebern einen riesen Flächenaufkleber. Irgendein User hat mir auch ein Video geschrieben, er hat den auch gebaut. Bei ihm war da vieles ganz anders, haben sich vielleicht was neu aufgelegt. Und der ist gar nicht mehr jetzt mit diesen riesen Aufklebern. Auch die Bauweise drin soll ein bisschen anders sein, hatte der geschrieben. Also meine Version war auf jeden Fall so, dass das sehr blöd war mit diesen Riesenaufklebern. Ah, guck mal, hier sieht man, dass sie das mit Fäden gebunden haben, das Teil. Also nicht klammergebunden, sondern fadengebunden. Okay. Jetzt kommen wir zu Across the Battlefield. Da habe ich auch schon einiges vorgestellt. Die Sets sind wirklich so, einige sind gut, andere sind richtig schlecht, muss man ganz klar sagen. Also da haben sie riesen Qualitätsunterschiede in den Sets. Und da habe ich auch schon viel aufgebaut. Einmal habe ich dieses Ding aufgebaut, das ging vom Aufbau. Hier habe ich ja dran versagt an dem Snowmobil. Das habe ich nicht gehabt, das kenne ich nicht, das kenne ich nicht. Den Hubschrauber, ist das der, den ich gerade, ja, das ist glaube ich, das müsste der sein, den ich gerade gebaut hatte.
Der war okay, ja genau, hier mit dem strahlenden Teil. Der war einigermaßen okay von der Bauweise her. Die beiden habe ich auch noch nicht gehabt. Und dann kommen wir hier noch zu Across the Battlefield. Andere Sachen. Irgendwie hier so einen kleinen Flakpanzer oder Geschützpanzer. Das Boot habe ich gebaut, das war wiederum sehr gute Qualität. Dann haben wir hier irgendwie auch noch ein Panzer. Und hier haben wir dieses große Landungsboot mit über 3000 Teilen. Das habe ich nicht. Aber interessiert eben auch viele. Und die letzte Across the Battlefield Seite ist hier so ein Panzer mit so einem langen Rohr. Ein Flugzeug. Noch ein Flugzeug, ein großes Transportflugzeug. Ihn hier habe ich gebaut. Der ist vorne Hui, hinten Fui bei mir gewesen. Das Video kennt ihr ja vielleicht auch schon. Und dann haben wir hier noch einen großen Hubschrauber und noch so ein geländegängiges Fahrzeug mit einem Flakgeschütz oder mit einer Maschinenpistole oben drauf. Jetzt kommen wir zu was ganz Interessantem. Das habe ich so noch nirgendwo wirklich gesehen. Farmtown. Also das finde ich sehr interessant. Hier so eine Windmühle, die sieht auch richtig cool aus, finde ich. Also die würde mich auch richtig interessieren. Und da gibt es auch noch ein paar mehr Sets. Nämlich hier irgendwie so ein kleines Gebäude, so ein Hühnerstall. Da ist ein Huhn drin, hier vorne auch noch ein Huhn. Motorrad, kleiner Garten mit einem Brunnen. Irgendwie, dann haben wir hier ein Feld mit einem Tracker dabei und ein Schaf, so wie das hier aussieht. Dann haben wir hier einen Mähdrescher, aber auch mit einem Feld davor, wo was abgemäht werden kann, und eine Vogelscheuche. Hier ist irgendwie das Farmgebäude selbst, wie ich das so sehe. Auch mit einem Garten und sowas. Und Briefkasten, Hundehütte. Hier haben wir dann die Scheune, finde ich auch ziemlich cool, mit einem Silo und einem Windrad dabei. Also die Sets, die, da würde ich mich drüber freuen, die habe ich bis jetzt noch nicht so gesehen. Die würde ich richtig genial finden. Gibt es die noch? Sind die neu? Also die Windmühle stand ja neu drin. Hat aber bis jetzt noch keiner so richtig gehabt, so, wenn ich das so sehe. Dann kommen wir zur City-Polizei. Obwohl, ich unterbreche einmal, manchmal stürzt meine Kamera ab. Einmal klack und dann bin ich gleich wieder da. So, und es geht weiter. Also wie gesagt, wir kommen zur City-Polizei. Hier ist das Operational Command, also das Hauptquartier, mit anscheinend zwei Hubschraubern, Polizeiwagen, irgendwie Motorrad, eine Verbrecherin, die flieht. Wie das aussieht, das scheint auch der gegnerische Hubschrauber zu sein, die nur helfen wollen, ihm hier aus dem Gefängnis auszubrechen. Und dann, ja, das ist ja nochmal das Gleiche. Okay, dann kommen wir jetzt erst zwar nur das Titelblatt. Hier ist nochmal ein großer Hubschrauber, auch wieder mit den Bösewichten dabei. Hier haben wir einen Tiger als Bösewicht, der ist wohl ferngesteuert. Hier ist ein verrückter Professor drauf. Hier haben wir so eine Art Mad Max Auto, so vorne mit diesen ganzen Dingern dran. Das hier ist ein Gefängnis. Von der Blueblix auch einige Sachen jetzt gerade, habe ich gesehen. Hier auch nochmal das Labor von dem verrückten Professor, so wie ich das weiß. Also auch einige Sets. Hier haben wir jetzt Firefighting Sets. Davon habe ich auch einige inzwischen hier. Gucken wir mal, hier ist das Hauptquartier. Das Schiff habe ich da, den Hubschrauber habe ich, glaube ich, da. Das Ding müsste ich auch da haben. Das ist der Fabrikbrand, genau, das habe ich auch schon gebaut. Der Wagen gefällt mir nicht ganz so gut. Aber das habe ich schon veröffentlicht. Nein, habe ich glaube ich noch nicht. Und hier noch zwei andere. So ein kleines Set mit einem Bienenkorb und ja. Jetzt kommen wir hier zu einem, was ich auch noch nicht so gesehen hatte. Adventure heißt es einfach nur. Finde ich auch nicht uninteressant, aber bis jetzt noch nirgendwo gesehen. Hier haben wir so ein Unterwasser-Adventure mit so einer Unterwasser-Ruine, ein Taucher, hier ein großer Kraken und ein U-Boot dabei. Irgendwie so ein, ja, sehr interessant finde ich das. Dann haben wir hier irgendwie so ein Tempel, der erinnert so ein bisschen an diesen Affentempel aus dem Forest Adventure, ist aber nicht ganz das. Wir haben eingeborene braune Figuren, okay. Ja, ein Totenpfahl und ein Schiff. Dann haben wir hier anscheinend in der Antarktis etwas, irgendwie hier so ein Schneefelsen mit einem, der Fische angelt, und hier so ein Schneemobil, so ein Forschungsmobil. Hier haben wir nochmal irgendwie einen Tempel. So Indiana Jones mäßig hat er jetzt einen Tempel entdeckt mit seinem Fahrzeug dabei. Und hier kommen wir jetzt zum Forest Adventure. Das kennt ja eigentlich schon fast jeder. Der große Tempel mit dem Truck dabei oder mit dem kleinen Forschungsauto dabei. Das ist hier der, genau, das ist der Tempel, klar. Hier ist der Wasserfall. Hubschrauber, der Affenfelsen oder Affentempel mit dem Baumhaus. Das noch ein Jeep. Und hier ist das Lager mit dem Zelt.
Die kommen ja auch ziemlich gut an, die Sets bei euch. Jetzt haben wir Space Exploration. Da habe ich bis jetzt nur die Rakete hier, also das Space Shuttle, gebaut. Und die anderen gibt es natürlich auch noch. Hier ist das Hauptquartier. Hier irgendwie ein Flugzeug, mit dem man die Wissenschaftler transportiert. Mondfahrzeug, Mondlandefähre. Die würde mich noch interessieren. Ja, diese große Rakete mit der Abschussrampe. Habe ich aber in Deutschland bisher noch nicht gesehen. Oder ist noch nicht zu bekommen, noch nicht raus. Genau. Das sind die Gigabronic, heißen die. Da gibt es drei Fahrzeuge. Einmal den Muzzle Car. Dann haben wir den Assassin X19 und den Barlisong Small Supercar. Das sind also Technikmodelle. Autofahrzeuge habe ich bis jetzt auch noch keins von gebaut. Ist bei mir auch immer so ein bisschen Technik. Ich bin nicht ganz so technikbegeistert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber gut. Jetzt kommen wir, das muss natürlich auch überall bei jedem Hersteller sein. Die Girl Sets habe ich noch keins von 10 gebaut gehabt. Die Figuren sind auch wieder ganz anders und auch ähnlich aussehend wie bei Lego. Auch die Männer sind in der gleichen Form da abgebildet. Aber ziemlich große Häuser. Also hier haben wir anscheinend so eine große, die Happy University, ein großes Universitätsgebäude. Das sieht schon gar nicht mal so uninteressant aus. Dann haben wir hier den Flower Corner. Das ist, hier, guck mal, so ein Park mit einem Springbrunnen und einem Baum. Auch nicht uninteressant. Rainbow Library. Aha, hier eine Bibliothek mit einem Buch oben drauf, Balkon. Fitness hat, also ein Fitnesscenter. Auch ein Riesengebäude anscheinend. Also, na gut, 905 Teile, 966 Teile, 96 Teile, 544. Die Universität hat 1750 Teile. Hier ist der Happy Bus mit 402 Teilen. Okay. Aber ich finde die Gebäude, finde ich, gar nicht so ganz schick, muss ich sagen. Geht weiter. Haben sie viele Sets von anscheinend. Hier der Joy Dorm. Also irgendwie so eine Villa. Mit draußen noch ein Tisch und drei Stockwerken. Dann haben wir hier die Happy Canteen, also irgendwie ein Restaurant. Dann die University Clinic mit 590 Teilen. Der hatte übrigens 1334, die Canteen hat 673. Hier ist die Happy Time Street. Da sind irgendwie mehrere Geschäfte nebeneinander, noch eine Hühnerhütte und ein Verkaufsstand. Insgesamt 597 Teile. Dann haben wir hier die Beauty Boutique mit 453 Teilen. Ja, also Bekleidungsboutique. Coffee Time, also ein Kaffeeladen. 426 Teile. Und Snack Break, also ein Snackstand. So mit Burger hier oben drauf, zwei Autos dabei. 734 Teile. Wow, die haben richtig viel in der Girls-Dings. Und die sieht man hier in Deutschland eigentlich bisher kaum, ne? Stimmt ihr mir zu? Oder habt ihr die schon mal irgendwo gesehen? Bewusst? Gut. Deep Sea Diving. Okay, taucht er ja in ein Korallenriff rein. Auch ziemlich geil gemacht. Beach Barbecue. Auch geil. Also ein ganzes Barbecue mit Grill und was ist das? Okay, irgendwie. Weiß ich nicht. Ein Tisch, der auch gedeckt ist und alles. Eine Palme. Dann haben wir Iceland Tourism, also so ein Touristenbus, der, mit dem man rumfahren kann. Hier haben wir das Holiday Inn. Ja, so ein richtig schönes Strandhotel. Die Yacht. Ich sag wieder gerade den größten nicht. Na gut, könnt ihr auch lesen, oder? 693 Teile hat die Yacht. Das und die Yacht hat 429. Dann haben wir noch das Fishing Cottage. Also so ein Haus auf Stelzen im Meer gebaut. Mit einem Delfin hier vor und ein Paddelboot. Und eine angelt dann von runter. Mein Gott, es geht noch weiter. Jetzt kommen wir in die Schlosssachen, in die Schlossserie. Da haben wir eine Kutsche, die Princess Carriage, ja, Prinzessentransport, 349 Teile. Die Wedding Scene, 193 Teile. Die Royal Fountain, 452 Teile, Springbrunnen. Den Royal Garden mit 551 Teilen und hier das Princess Castle mit 540 Teilen.
Und dann haben wir hier noch ein weiteres Prince. Da, ach so, hier Princess Castle und Prince Castle mit 873 Teilen. Also hier hat der Prinz und die Prinzessin haben eigenes Schloss. Habe ich auch noch nicht so gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, jetzt sind wir anscheinend so ein bisschen, oh ne, da kommt noch mehr. Aber bald sind wir durch. Wir sind auf Seite 57 von 64. Anscheinend gibt es hier einen Bautisch für Kinder. Ja, es gibt einen Bautisch. Da können sie mit Steinen direkt drauf bauen anscheinend. Mit hier Halterungstaschen, wo man die ganzen Steine reinwerfen kann. Ja, different, 9 verschiedene Funktionen. Den kann man irgendwie hochklappen, dass man das so sehen kann. Also, ja. Sowas gibt es also auch. Jetzt haben wir irgendwie hier Chinese Zodiac Dog Idea Book Chinese Zodiac. Also irgendwie die Sternzeichen, die Tierkreiszeichen, alle, so wie ich das sehe, die chinesischen Hase, Drache, Schlange, Pferd, Widder, Affe, Huhn oder Hahn. Genau, das sind irgendwie hier anscheinend, ja genau, hier sind irgendwie diese Sternzeichen mit 1155 Teilen. Schnauzer, das klingt ja sehr deutsch. Cute Brick Puppy, also irgendwie verschiedene Hunde mit 402 Teilen. Hier ist irgendwie Family Cute Brick Puppy 2, ah okay, 676 Teilen. Und hier haben wir Chinese Zodiac. Nochmal, das sind nochmal die Sternkreiszeichen. Oder Tierkreiszeichen. Also, ja. Verschiedene Sonne Mehrfachsets. Jetzt kommen wir noch zu solchen 8-in-1-Set oder sowas. Wo du immer kleine Sachen bauen kannst. 8 kleine. Und dann hier ein großes daraus. In dem Fall die USS Missouri. Das gleiche gibt es dann auch nochmal mit Panzern. Und da kann man dann einen größeren, den Mirage-Tank, draus bauen. Dann haben wir hier SWAT. Verschiedene SWAT-Fahrzeuge oder eben das große SWAT-Fahrzeug kann man dann daraus bauen, den SWAT Pioneer oder sowas, wie das jetzt heißt. Uiuiui, das ist jetzt hier 25 in einem. 25 kleine Raumschiffe oder Zukunftsdinger und daraus kann man dann bauen das Super Universe Battleship. Okay. Und als letztes den hier, den habe ich auch schon gebaut. Video habe ich aber noch nicht veröffentlicht. Da kann man so einen großen Kran draus bauen. Der Kran war gar nicht schlecht. Die kleinen Dinger, ja, lassen zu wünschen übrig. Ja, und das war's. Wir sind durch. Also, ich finde es ganz interessant. Es sind ein paar gute Sachen dabei, die ich so noch nicht gesehen hatte. Ich hoffe, für euch war auch einiges dabei. Wenn es einen neuen Katalog gibt, würde ich das wieder machen. Aber ich habe jetzt das erste Mal wirklich irgendwie einen Katalog von einem chinesischen Hersteller angehabt und dachte ich, dann mache ich doch mal ein Video drüber. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wie gesagt, und über Kommentare würde ich mich freuen. Mit Daumen hoch oder auch über ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann und tschüss.